Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem ersten kurzen Eindruck zum iPhone 14 Pro. Ein ausführliches Video wird es dann in der nächsten Woche geben. Ich filme mich jetzt mit dem iPhone 14 und zwar mit der Selfie-Kamera. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der bei dem iPhone halt jetzt neu ist, dass die Selfie-Kamera sehr viel besser ist. Das ist der Kinomodus, das heißt, der Hintergrund ist ein bisschen unscharf. Er simuliert jetzt Blende 2,8, das kann man einstellen. Und dadurch ist der Hintergrund ein bisschen unscharf, aber man erkennt ihn noch. Ich habe das iPhone in der Hand, auf so einem Gorillapod, freihändig also, deswegen es wackelt so ein ganz klein bisschen natürlich. Und Audio ist auch im Selfie-Modus direkt in das iPhone rein. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Idee ist ja, dass man damit filmen kann, ohne irgendwelches Zubehör. Weil natürlich kann ich da ein externes Mikrofon anschließen und dann habe ich besseres Audio. Ich könnte hier ein externes Mikrofon anmachen, habe hier besseres Audio. Aber dann kann ich auch eine große Kamera nehmen. Sondern die Idee ist ja, dass alles damit geht. So, das war die Selfie-Kamera. Ich drehe das Ganze mal und mache das jetzt mit der Hauptkamera. Ist ein bisschen irritierend, weil man guckt immer automatisch sich selbst an und dann schiele ich an der Kamera vorbei, weil die Kamera ist ja eigentlich da. Ich muss immer so ein bisschen an mir selbst vorbeischauen. Aber das ist eine Gewöhnungssache. Man gewöhnt sich dran. Teil des Influencer-Daseins. Das ist jetzt die Hauptkamera und zwar die Weitwinkelkamera. Im Kinomodus bin ich nicht so weitwinklig wie normalerweise. Es croppt dann ganz bisschen rein. Deswegen muss ich jetzt einen langen Arm machen. Deswegen muss ich einen Gorillapod nehmen. Und deswegen ist Audio auch nicht so gut, wie es normalerweise wäre, weil ich es normalerweise dichter dran hätte. Aber nichtsdestotrotz, die Bildqualität ist, glaube ich, wirklich gut. Wie gesagt, dieser Kinomodus mit einem unscharfen Hintergrund. Und zum direkten Vergleich jetzt nochmal die ganz normale Hauptkamera ohne Kinomodus. Das heißt, der Hintergrund ist jetzt nicht unscharf. So wie man es vom Handy halt kennt. Und generell zum Beispiel, achte mal drauf, das Bild ist überschärft. Das Bild ist immer überschärft bei Handyvideos und Fotos. Das könnte man zurücknehmen. Ich filme jetzt mit der eingebauten Apple-App. Ich benutze keine Spezial-Video-App. Damit könnte ich natürlich noch viel bessere Bildqualität rausholen. Jetzt nochmal draußen vor der Tür. Es ist sehr windig. Audio wird also entsprechend schlecht sein. Jetzt müsste ich ein externes Mikrofon nehmen. Nichtsdestotrotz Bildqualität, dass man das mal draußen gesehen hat mit dem dramatischen Himmel hier. Jetzt noch ein kurzes Video im Action-Modus. Ich gehe jetzt ganz normal und dann jogge ich jetzt auch nochmal. Jetzt jogge ich. Normales Jogging-Tempo. Das Handy wackelt also ziemlich doll. Ich bin gespannt, was die Bildstabilisierung macht. Hier siehst du jetzt mein normales Studio-Setup mit einer Profi-Videokamera. Das ist die Sony A7 S3 mit dem 24mm G-Master. Das sind roundabout 5000 Euro, die mich jetzt hier filmen, plus nochmal 1000 Euro für das Audio. Das Audio ist besser als direkt so. Auch das Video ist besser als direkt so. Aber erklär mal deinem Partner, deiner Partnerin, dass du 4000 Euro mehr ausgeben möchtest, weil du dieses kleine bisschen mehr an Audio oder Bildqualität hast. Wird schwierig, oder? Die Bildqualität im Video ist wirklich gut geworden, wenn ich jetzt im Großen sehe. Und also, puh, der Unterschied ist klein, klein, klein. Ich staune. Also ich glaube, in 2 Jahren kann die Kamera weg und ich filme nur noch mit dem iPhone 16, 17, 18. Keine Ahnung. Na gut, jetzt reden wir noch ganz kurz über Fotografieren. Grundsätzlich ist es so, die Selfie-Kamera ist besser geworden bei dem iPhone und das haben wir eben im Video sehr eindrücklich gesehen. Zum Fotografieren wird man aber die Hauptkameras nehmen. Da haben wir ja neu 48 Megapixel bei der Hauptkamera. Das ist etwas, was ganz viele von euch interessiert scheinbar. Ganz viele habe ich angeschrieben, unbedingt ausprobieren, 48 Megapixel. Verstehe ich nicht, warum. Also alles, was ich mit dem iPhone mache an Fotografieren, da sind 12 Megapixel, die ich beim alten iPhone 12 Pro hatte. Habe ich hier auch. Das ist total gut, das reicht total. Es ist so, dass ich 48 Megapixel habe, aber standardmäßig nur 12 davon genutzt werden, beziehungsweise es wird halt eben Pixel zusammengerechnet. Und dadurch habe ich weniger ISO-Rauschen und auch eine maybe bessere Bildqualität. Weil die 48 Megapixel, winzige Linse, winziger Sensor und dann 48 Megapixel, das ist natürlich nur so gut. Da denkt man sofort, Bildqualität ist okayisch. Aber, jetzt zoome ich mal rein, ich zeige das mal. Dieses Foto habe ich aufgenommen hier vor der Tür mit der Hauptkamera und 48 Megapixel. Wenn ich da reinzoome, dann kann man zoomen und auch auf 100% sieht das echt gut aus. Also da fällt einem so ein bisschen die Kinnlade runter, oder? Habe ich nicht damit gerechnet und ja, wenn ich mir die Ränder angucke und so, man sieht schon, dass ein Handy ist. Aber nur, wenn man voll reinzoomt. Also man muss wirklich reinzoomen. Also bin ich ein bisschen baff.
Und wenn ich alles andere, was ich jetzt zeige, hat 12 Megapixel, weil ich stelle die Kamera, wie gesagt, auf 12 Megapixel ein. Ich fotografiere auch nicht in RAW damit, man kann damit in RAW machen. Für die 48 Megapixel muss man das. Aber ich mache hier die JPEGs, das reicht vollkommen. Das sind keine normalen JPEGs, sondern die haben ja auch genug Puffer und in der Regel bearbeite ich die Bilder auch nicht nach. So, da habe ich im Grunde drei Kameras. Die Hauptkamera mit Blende 1,78, Ultraweitwinkel mit Blende 2,2 und Tele mit 2,8. In der Praxis ist das normalerweise egal, außer man ist bei sehr wenig Licht unterwegs. In unserem großen Review werden wir im Dunkeln unterwegs sein und natürlich auch mal gucken, wie die Bilder bei Nacht rauskommen. Das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Und dann sehen wir so ein bisschen, ich zeige mal die Bilder, Landschaftsfotografie, also ich zeige mal erstmal die Zoomstufen, ne? Da gehen wir mal einmal schnell die Zoomstufen durch. Ultraweitwinkel, das ist natürlich schon echt cool, weil Ultraweitwinkel ist etwas, das ich als Fotograf sehr viel nutze. Und ich nutze das Telefon total viel, zum Beispiel der Fotograf Felix Röser, der hat sich ein iPhone geholt diesen Sommer, endlich, weil er so oft mit uns unterwegs war, mit dem Sebastian und mir, und wir immer gesagt haben, ja, weil er hat denn ein altes Android-Telefon, kein Ultraweitwinkel. Und wir sind immer rumgelaufen und haben Bildausschnitt gesucht. Und er ist halt immer mit der großen Kamera rumgelaufen und hat einen Bildausschnitt gesucht, weil sein Telefon das nicht konnte. Als Landschaftsfotograf Ultraweitwinkel im Handy zu haben, ist eine mega Arbeitserleichterung. Und ich nutze das tatsächlich auch privat sehr viel. Ich habe eine 4-jährige Tochter, wenn ich die fotografiere, dann mache ich sehr häufig Ultraweitwinkelaufnahmen, weil das immer witzige Sachen sind. Sie ist irgendwie am Malen und ich gehe am Tisch nah ran und dann habe ich halt den riesigen Bleistift und so weiter. Also man kann da ja sehr kreativ mit sein. Das mache ich sehr viel. Also wenn ich nur eine Linse haben dürfte, dann am ehesten liebsten tatsächlich die Ultraweitwinkel, weil ich mit der am meisten Spaß habe. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige mal eben die Zoomstufen. Und dann zeige ich vor allem, auch das benutze ich sehr viel, den Porträtmodus. Der Porträtmodus ist Software, der simuliert eine professionelle Porträtobjektivlinse, so quasi. Und ich kann einstellen, wie unscharf der Hintergrund sein soll. Das ist per Software gerendert, aber es ist inzwischen sehr, sehr gut geworden. Diese Bilder von dem Hund zeigen das. Auch das nutze ich sehr viel. Also meine Tochter, wie das heute so ist, man macht ja ständig Fotos von den Kindern und schickt das in die WhatsApp-Gruppe zu den Schwiegereltern und Eltern und häufig im Porträtmodus, weil sieht cooler aus, ist besser und es ist für den privaten Gebrauch total ausreichend. Würde ich damit professionell arbeiten? Nein, natürlich nicht. Aber dafür habe ich eine große Kamera. Für alles Private völlig ausreichend und ziemlich gut geworden. Und dann sehen wir noch diese Landschaftsfotos und auch da, ich zoome einfach mal rein auf den Baum und auch da sehen wir, wenn wir reinzoomen, das sieht gut aus. Also es ist nicht nur so, in klein auf dem Handy sieht es gut aus, in groß nicht, sondern neuerdings sieht das auch in groß aus. Und was das Handy halt intern macht, ich habe einen sehr hohen Dynamikumfang, dass die Sonne scheint so ein bisschen, ich habe dramatische Wolken, das heißt, ich habe sehr viel hell, dunkel und so. Und das ist relativ schwierig mit der Profikamera, das vernünftig zu belichten, da muss man schon fast ins Photoshop gehen, um das richtig hinzukriegen. Und das iPhone macht das einfach Klick. Das heißt nicht, dass die Bilder nachher sehr viel besser sind, aber so auch wieder so für den Normalgebrauch sind die halt klick fertig und ich muss eben nicht nachbearbeiten. Ich bearbeite die nicht nach. Ich habe gar keine App drauf zu nachbearbeiten, weil wofür? Vielleicht mal ein bisschen Kontrast schieben oder so, aber in der Regel nicht mehr das. Also, so viel zum ersten Eindruck. Sehr positiv überrascht. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe so ein bisschen gedacht, vom 12er aufs 14er, ja gut. Ich wollte halt diesen Videomodus haben und bei uns tatsächlich ein 11er kaputt. Das musste sowieso erneuert werden. Dann habe ich gesagt, ja gut, bevor ich jetzt, ne, wie auch immer, Chef kriegt das neue, meine Angestellte kriegt das alte 12er. Das heißt, sie hat ein besseres Telefon, ich habe ein besseres Telefon, alle glücklich. Und ich habe nicht wirklich erwartet, dass es so viel besser ist. Aber Audio ist viel besser, die Selfie-Kamera ist unheimlich viel wert für mich. Die Bildstabilisierung für den Active-Modus beim Gehen ist krass gut, also krass gut, wirklich. Und die Bilder sehen tatsächlich auch deutlich besser aus nochmal. Also wirklich, als wenn sie optisch besser wären, als wenn ich ein neues Objektiv gekauft hätte, weil das Objektiv ist ja eigentlich das Beste. Und ja, es ist ein neues Objektiv drin. Ich vermute aber, intern wird es vor allem die Software sein. Aber es ist mir als Anwender ja egal. Das Wichtige ist, die Bilder sehen besser aus. Lasse ich jetzt meine Profi-DSLR-Kamera, meine Spiegel, meine Sony, Nikon, wie auch immer, lasse ich die jetzt immer zu Hause? Nein, wenn ich fotografieren gehe, gehe ich fotografieren um das Gerät. Ich sage immer, das ist wie Motorradfahren, wer Motorradfan ist. Ja, man kann elektrisch fahren, aber so eine fette Harley ist halt einfach was anderes. Und eine große Kamera ist auch was anderes als ein iPhone. Das macht viel mehr Spaß. Aber wenn ich nur die dabei habe, dann habe ich nur die dabei. Und immer öfter reicht das. Und zwar immer öfter reicht das auch für Druckprodukte. Und immer öfter tauchen da auch tatsächlich Handybilder auf. Zumindest für Behind the Scenes. Hier ist ein Behind the Scenes drin und so. Immer öfter taucht auch das auf, weil es inzwischen gut genug ist, um damit auch mal was zu drucken. Nicht die Killer-Zielfoto-Best-of-des-Jahres-Fotos und so, aber für die emotionalen Fotos oder für die Erklärbär-Videos oder für die Behind-the-Scenes-Videos-Fotos, ja, also total ausreichend. Werde ich künftig mehr damit filmen? Ja, definitiv.
Ich habe die letzte Zeit ein paar Wandervideos gemacht mit der großen Kamera. Das würde ich künftig damit machen. Einfach ein Mikrofon ran, wegen Wind, ne? Weil Wind ist immer ein Thema. Mikrofon ran und schon kann ich loswandern. So, dann sehen wir uns nächste Woche für ein ausführliches Video. Ich hoffe, das war ein interessanter erster Eindruck. Ich hoffe, du kannst dich zurückhalten, nicht gleich kaufen. Warte das große Video ab. Da werden wir auch noch sicherlich ein bisschen was Kritisches zu sagen haben. Maybe. Maybe not. Also, bleib gesund. Bis nächste Woche.